Wie schwer ist eine Traube, wenn sie 5 Kilo wiegt und man ihr 3 Kilo entsaugt? A. 2 Kilo? B. 5 Kilo? C. 1,5 Kilo? Oder D. Meine Mutter! Was? Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Raptor-Kanal. Heute gibt es den ersten Klassenguide für Warzone 2. Ich weiß, viele tun sich schwer. Was soll ich spielen? Was soll ich vielleicht leveln? Und gerade auch an die Leute, die MW2 noch nicht gespielt haben, wollen jetzt natürlich nicht alle Waffen durchleveln und wollen deswegen wissen, was kann ich zocken? Was ist stark? Womit kann ich in Warzone rasieren? Und ich habe da eine perfekte Klasse für euch. Ich will hier gar nicht krass von Meta reden. Es ist ein Klassenguide für eine bzw. zwei sehr starke Waffen, die gut funktionieren. Ihr werdet gleich im Anschluss noch ein paar Clips sehen und am Ende werde ich euch noch das ganze Klassensetup sagen, noch ein bisschen zum Tuning erzählen und wofür man diese Waffen quasi in dem Game benutzt. Sowas wird es in nächster Zeit öfter geben. Es wird viele Klassenguides geben und es wird auch Anfängerguides geben, wie ihr vielleicht am besten levelt, wenn ihr eine Warzone habt und so weiter und so fort. Also es wird einiges auf euch zukommen. Checkt es auf jeden Fall ab und lasst ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen rund um Warzone 2 und schaut auch sehr, sehr gerne auf twitch.tv/raptor vorbei. Jeden Tag bin ich dort morgens ab 6 Uhr live. Dort seht ihr das Ganze live, wie wir Warzone 2 spielen, wie wir Wins farmen, wie wir neue Klassenkombinationen und so weiter testen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Schaut da vorbei. Wir sehen uns am Ende nochmal wieder. Ganz viel Spaß jetzt mit den Clips. Let's go. Sheep Break, der eine. Da oben, Sheep Break. Ich habe einen knocked. Schön. Noch einen knocked. Ich weiß nicht, wo ich das verstehe. Ich habe alle drei. Schöne Sache. Digga, die RPK ist es einfach. Das ist es. 4000 in den ich hab den. Ja, die sind oben drauf. Ja, ich sehe das links, nein. Ne? Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Nein, nein, das ist nicht knocked. Auf dem anderen Dach, keine Waffe. Wieder knocked. Stairs hoch, ist Sheep Break. Ist runtergesprungen, knocked, finished. Ich hör noch einen. Close, close über mir. Hinter mir und vor mir. Oh, der rennt den Berg hoch. Wein. Und dann habe ich einfach mal irgendwas markiert. Hinter mir. Oh, wie schnell man stirbt! Das ist geisteskrank! Ja, da haben aber zwei Leute gleichzeitig auf dich geschossen. Ja, am Schluss. Aber trotzdem zu schnell. Ich eile zur Hilfe, mein Kollege. Hab alle drei? Ne, die Team ab, die sind sechs. Hey, die sind voll viele Dumme. Das sind sechs. Die sind zwei Teams Dumme. Nein, die Team, das ist ein Team. Die Team, das ist ein Team. Matter, so. No, no kill. We can be friends. Shit. Matter, no, don't kill. Ich hab die. Aber nicht alle, oder? Ich glaub, die meinten, wir sollen die nicht killen oder so, weil die Team wollten. Ja, ja, die können wir mal. Yes! Hey! Nein, 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 nein! Ist doch scheißegal, was Jamie sagt! Spaß. Ich bin. Ich hab den. Danke. Gerne. Komplett gelasert, die Drecksau. Nein. Digga, vielen Dank, ich hab da. Digga, mach doch euer Mic aus. Ja, vor mir, hier. Ich bin mächtig im Arsch, Jungs. Lass mal nach rechts, Floyd, an die Häuser. Das geht auf den Weg. Pass auf, ihr rennt genau auf einen zu. Ich hab Marker. Ich seh nicht. Ich hab einen. Genau, ich hab Angst. Ja, Omni. Omni 2. Ich komme. 3. Ich hab einen stuck knock. Ihr habt das. Ihr müsst einfach nur abheben. Die sitzen einfach dumm in der Ecke. Hab einen. Mann, hier geht's hier gar nicht. Noch einer! Mann, ich töte ihn! S1. Nice. Noch jemand? Finish. Der hat mich Akimbo mit Akimbo Pistols geturnt. Als wenn du wirklich nicht schwer zu fliegen. Ja, zu fliegen, aber Bro, versuch, land ihn, okay? Ja, ich stand ihn. Ja, mach doch. Bro, ich bin safe. Das ist doch drüber Fight, Bro. Er ist One-Shot. Digga, ich treff ihn nicht. Hä? Er ist komplett One-Shot. Siehst du mal, wenn er hochkommt, müssen wir ihn haben. Ich hab ihn. Schön, Digga. Nice, Junge, was war das für ein Fight? Ah, der. Ah, life is the pit. Das war der. Soll ich sehen? Zwei sind. Ich hab einen knocked. Beide knockt. Von einer ist in dem Haus hier auch drin. Gar nichts gerade. Ich weiß nicht, ob ich gerade. Hä? War auch gerade nicht gut getroffen.
Einer hat sich gesaved. Tot. Bye bye, Mister. Finishing. Simtex. Ich kann ihn nicht finishen. Blend ihn. Ich glaube, er am Laufen war. GG. Undergun. Nein, dann gerade da nochmal Taktik ohne Gehandel. Will never. Stark. Korkman. Hello. Hallo. Nein, du bist. Nein. Du kommst da nicht rein, glaube ich. Hello. Ich war mal nicht so sicher. Hello. Der Beste. Ey, soll ich bei dir landen oder beim Loot? Von wo ich gekommen bin? Ja. Nein, ich schaff's nicht, unter die zu moven, bevor die gucken, glaube ich. Hello, guys! Ich werd gelasert. Von rechts irgendwo. Wey, Alter, der. Schade, Bro. Schade. Alles gut, ich hab safe. Nein. Schade. Er ist hier oben am Fenster. Shit. Er ist gut. Wuhuhu, Baby. Ja? Ja. Ja, Günther, ja auch. Den hol ich mir kurz auf Knacksch-Basis, Digga. Knacksch. Auf Knacksch, Digga. Das ist so anstrengend. Ist egal. Aber ein Knock. Da. Nein. Tja, du hast aber auch gerade eine Killgear oder so, ne? Nach den schönen Clips, die ihr jetzt gesehen habt, möchte ich euch noch ein bisschen was über die Klasse erzählen. Denn es war ja die RPK mit der Wasnev zusammen. Es sind zwei sehr, sehr schöne Waffen, die man wirklich gut spielen kann und vor allen Dingen auch auf Midrange und Shortrange benutzen kann. Das sind keine Waffen, die man jetzt wirklich auf die komplette Reichweite der Map spielen kann, also nicht wie zum Beispiel eine Sniper auf Long Range, aber wirklich ein komplettes Allround-Paket meiner Meinung nach. Die RPK ist ein LMG und um die Sachen hier zu bekommen, die ich hier teilweise habe, muss man manche Waffen auch noch gelevelt haben, um die Aufsätze spielen zu können. Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen blöd in dem System, aber ihr könnt da sehen, wenn ihr bei euch über die Visiere geht oder über die Aufsätze, wenn ihr die nicht habt, steht dort, wie ihr die quasi erspielen könnt. Das ist, glaube ich, ein Aufsatz bzw. ein Visier, was man mit der RAF, glaube ich, freischaltet, also mit einem anderen LMG. Das ist auf jeden Fall das Visier, was ich spiele. Ist so ein bisschen weniger Zoom als das VLK und man sieht dort auch nicht dieses Sniperlicht, was man beim VLK sieht, wenn ihr damit reinscopet. Den Aufsatz haben wir komplett getuned auf Zuckungsresistenz und auf Fern, damit man quasi so ein bisschen das Visier weiter weg hat und nicht so tief reingezoomt ist. Dann haben wir den taktischen Unterstützungsschaft. Der ist so ein bisschen für die Zielstabilität und Rückstoßkontrolle zuständig und den haben wir auf ZV-Geschwindigkeit und Untätigkeitszielstabilität komplett full getuned, damit wir natürlich auch die ZV haben, die bei den LMGs nicht ganz so gut ist. Ich kann euch auch sagen, trotz diesem ganzen Tuning ist die ZV bei den Waffen nicht wirklich gut, beziehungsweise bei dieser Waffe, aber es gleicht zumindest ein bisschen was aus. Als Griff haben wir den Demo X2-Griff dabei, der bringt auch nochmal Rückstoßkontrolle und auch den haben wir in Richtung ZV und Untätigkeitszielstabilität getuned. Das sind Sachen, da kann ich euch sagen, wenn ihr sagt, ey, ZV bringt mir jetzt nicht so viel, ich brauche ein bisschen weniger Recoil, dann schraubt ihr das nach oben. Ne? Das sind Sachen, wo man wirklich sagen kann, da könnt ihr selber nochmal drüber schauen, was euch da am besten passt. Als Unterlauf haben wir den Agentengriff dabei, der bringt auch nochmal Untätigkeit, Zielstabilität und Präzision beim Feuern aus der Hüfte. Das ist nicht das, was wir unbedingt brauchen, aber es bringt halt nur minus Bewegungstempo und dieses Untätigkeits-Zielstabilität ist für uns relativ wichtig. Den Aufsatz tunen wir auch auf Rückstoß und unten lassen wir alles frei, weil wir davon beides nicht mehr brauchen. Und dann haben wir noch eine Mündung und zwar den Polarfeuer S und dort spielen wir die Rückstoßdämpfung nochmal nach ganz oben und die Geschossgeschwindigkeit. Und wir bekommen hier auch nochmal Geschossgeschwindigkeit, effektive Reichweite und Rückstoßdämpfung und einen Geräuschdämpfer oben drauf. Das heißt ziemlich, ziemlich viel. Das ist die RPK-Klasse. Probiert die aus, die ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und was man auch noch in einigen Videos gesehen hat, ist die Wasnev. Die Wasnev habt ihr gerade in den Clips, die Kills gesehen mit einer Bodenwaffe. Das war eine Boden-Wasnev teilweise.
Und ich habe sie wie folgt gebaut. Nur mit 3 Aufsätzen, das ist das Einzige, was man meiner Meinung nach braucht. Man könnte hier vielleicht noch sagen, ey, ein 45-Schuss-Magazin ist nochmal ganz cool. Braucht man meiner Meinung nach erstmal nicht. Könnt ihr aber dazu packen, wenn ihr das unbedingt wollt. Wir haben hier einmal den Otrizat-Schaft drauf. Der ist für Bewegungstempo beim Zielen und Sprinttempo zuständig. Wenn wir wirklich schnell unterwegs sind und uns im Aim auch schnell bewegen. Den haben wir natürlich auch getuned zur ZV-Geschwindigkeit und Untätigkeit, Zielstabilität, damit wir da auch so ein bisschen was ausgleichen. Wir könnten das jetzt auch noch auf Bewegungstempo beim Zielen quasi machen, um hier das volle Movement rauszuholen. Da müsst ihr gucken, wie das euch gefällt. Mir hat das so ganz gut gefallen. Dann haben wir den Ivanov ST70 Griff. Den haben wir auf Rückstoßstabilität und Sprinten zum Feuertempo getuned. Quasi das, was wir hier nicht gemacht haben. Na, nee, das ist was anderes. Sprint zum Feuertempo und Bewegungstempo beim Zielen. Ist was komplett anderes. Ist auch egal. Trotzdem haben wir den so getuned. So funktioniert es für mich am besten. Und wir haben noch den Brünpendulum für vertikale Rückstoßkontrolle und horizontale Rückstoßkontrolle. Und den haben wir getuned auf ZV, weil wir ein bisschen ZV durch den eigentlich verlieren. Und auf Waffen, Rückstoßkontrolle. Und so habt ihr ein sehr, sehr solides Setup. Die spielt ihr auf wirklich Close Range. Die APK spielt ihr auf mittlere Range bis leichte Long Range. Und dann seid ihr auf jeden Fall gut unterwegs. Dazu habe ich noch eine Betäubungsgranate dabei. Das ist einfach das, was mir momentan so am besten gefällt. Und man noch ein bisschen was machen kann. Und als Nate habe ich entweder Bohrladung oder Semtex dabei. Meistens sogar die Semtex gefällt mir ein bisschen besser. Perks kann ich euch noch nicht viel zu sagen. Ich spiele aktuell das Perkset mit Overkill. Weil es das einzige ist, wo wir quasi aktuell 2 Klassen bzw. 2 Waffen mitnehmen können. Man kann die Perks selber noch nicht anpassen. Das wird noch kommen wahrscheinlich, denke ich mal. Das soll nicht so sein. Aber wir können es aktuell leider noch nicht anpassen. Probiert die Klasse aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr rund um Warzone 2 zu verpassen. Und checkt natürlich gerne meinen twitch.tv/RaptorLink in der Videobeschreibung ab. Ich bin jeden Tag morgens ab 6 Uhr live und heiße euch da herzlich willkommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream und haut rein.